Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Oh yeah, es ist mal wieder Mission Time. Und ja, das klingt nach einer nicht allzu schönen Beerdigung, denn nach keiner allzu schönen Mission, denn wir müssen auf die Beerdigung von Onkel Po. Dafür hätte ich jetzt gerne Machine Head oder Killswitch Engage. Oder gar nichts. Nehme ich auch. Dann fahren wir halt ruhig und gelassen dahin, ohne Musik. Da werde ich jetzt auch selbst hinfahren, weil ich meine, da kann man auch mal wirklich selbst hinfahren. Außerdem ist es nicht weit, auch wenn hier... Wenn man hier durch die ganzen Serpentinen muss. Oh. The Parlamob. Naja. Da. Gibt's Besseres? Okay. Das hat mich ja gerade völlig aus dem Leben genommen. Oh Mann. Alter, wie der weggeflogen ist. Ich bin oben gegen dieses Schild da gekracht. War der Hammer. Oh Mann, ey. Komm schon. Was zur verdammten Hölle ist denn hier los? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin noch nicht mal irgendwie... Au, jetzt habe ich mir meinen Fuß angestoßen. Verdammte Scheiße. Ich bin noch nicht mal irgendwie gerade dagegen gefahren. Und trotzdem fliegt er aus dem Auto. Ist ja heute voll die Todeskarre hier, mein Blast. Naja, wir haben eine Gefälligkeit sogar. Aber. Wir fahren natürlich zur Beerdigung. Aber wir sind hier beim Polizeipräsidium. Way, good to see you, man. Thanks for picking me up. You joking? Of course I'm gonna pick you up. You're my boy. You okay, Jackie? They treat you all right in there? Yeah, I'm okay. I got lucky. Someone convinced Ming's brother to say it was alone. Was that you? Nah, I wish I thought of it though. Some lady cop wanted me to turn snitch. Tang something or another. I told her she could go fuck herself. Smooth. You heard about Uncle Po though, right? Yeah. When's the funeral? Soon. We should go get ready. Ja, natürlich, wir müssen erstmal den Check hier abholen. Stimmt ja. Habe ich total vergessen. Oh. Tut mir leid, Checky. Auch wenn ich nicht für Nebensächlichkeiten heute da bin. Aber den muss man mitnehmen. Die Gesundheitsschreine, die muss man mitnehmen. Es tut mir leid. Den Tresor, der kann mich mal, aber die Gesundheitsschreine, ne? Die, ja. Die muss man mitnehmen und ich habe ja auch gerade höhere Gesundheit bekommen. Also. So, Jackie, ich steig ein. Ich weiß, der Wagen sieht ein bisschen... Ups! Okay. Oh, war ja gar nicht so scheiße. Wir kriegen eine neue Karre, Jackie. Siehst du das? Da hatte dein Tod ja doch ein bisschen Bedeutung, ne? Habe ich den Jackie eiskalt überfahren? Krieg ich dafür erstmal eine neue Karre, die ich erstmal sofort wieder kaputt mache. Ich glaube das nicht. What's the deal with that car? The lady. Said she wanted to help me turn my life around. Said if I started snitching, she'd help me out. Anyways, man, forget that bitch. Jackie, kommst du mit? Anzüge kaufen? Weil wir wollen da bestimmt nicht in so Klamotten hingehen, obwohl der Way sieht eigentlich... Der Way ist ja eigentlich gut angezogen, aber... Lieber einen richtigen Anzug. These are the latest. Perfect for you. We have the best menswear.
Wahrscheinlich nicht so einen weißen Anzug. Oh. Das sieht doch schön aus. Ja, was heißt... Natürlich keinen weißen Anzug. Ja. Ich meine, wer zieht weiß zu einer Beerdigung an, ne? Oh, der Jackie, der sieht da auch schon viel besser aus. Dann können wir ja jetzt zur Beerdigung fahren. Und mit der ganzen Sanonier am Grab trauern. Ja. Ich glaube noch nicht mal, dass es, oder? I don't know about this life anymore, you know? I mean, it's not like I'm cut out to do anything else, but sitting in there, shit. Now we're going to a funeral. Where's the future in this shit, you know what I mean? Yeah, I do. Been thinking about that myself lately. Might be time for me to make a change. Maybe go into business with Jill May. Ah! Maybe all that talk about being a big deal is just... What? Bullshit? Just bullshit? Yeah. Right. Ja, der Jackie hat anscheinend sehr viel Zeit nachzudenken im, Knast. Und, ja. Er hat ja recht. Er hat ja recht. Es hat keine Zukunft. Ich finde, es ist auch für den Jackie besser, dass er aussteigt. Oder aussteigen sollte, weil. Der Jackie ist ein cooler Typ und ich will nicht, dass dem noch irgendwas passiert. Der sollte lieber aussteigen. Der ist auch ja irgendwie... Ja, gut, Jackie ist schon kriminell, aber er ist jetzt nicht der Kriminellste. Er hat ja noch irgendwie was verdient. Ne? Er kann ja super aussteigen. Andere jetzt nicht, aber er schon. Kurz vor der Beerdigung gibt es nochmal einen Gesundheitsschrein. Das ist schön. Alter, in Kennedy Town fehlen uns noch drei Schreine. Okay. Jackie, willst du auch eine Runde beten? Nee, leider nicht. Hoch. So. Mäp, mäp. Oh, falsch. Mäp, mäp. Ah, das ist der... Der Junge geht zur Seite. Der hat er doch schon mal... Ups. Nicht. Und ja, da oben bei der Beerdigung ist unser letzter oder ist unsere letzte Statue. Und die werden wir auch gleich mitnehmen. What the fuck are the 18K doing here? They're here to make a show. Or maybe to start a fight. All the Sanonyi leaders are here in one place. I don't think they expected the police to be here, though. Never been happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sunny? Niban Lan Diwa! They're fucking arresting him! Sunny Woe? I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk. Again. Not this time, Sonny. Come on. Don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for. We're leaving. Hey, you! You can't do this here. It's a fucking funeral. Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18K are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. The cops are leaving? What the fuck? The 18K are going to... This is gonna get bloody. Come on. Shit, here they come, man! Show these motherfuckers what it means to be Sanonyi! Das hat der Pedro jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder?
Na, das hat er. Oh mein Gott. Das hat er nicht gemacht. Ich bin total verwirrt hier mit der Steuerung. Ich habe gestern sehr viel Red Dead Redemption gespielt und da zielt er automatisch auf die Gegner. Und das tut er hier halt nicht. Komm raus. Ich weiß, dass dein da einer ist. Sag ich ja. Irgendwo steht noch einer. Ach, da hinten. Ich habe keine Waffen mehr. Yay. Ich muss aber den Gesundheitsschrein gerade noch schnell mitnehmen. Tut mir leid. Mitten im Krieg. Aber es muss sein. Ja, ich glaube. Irgendwie glaube ich jetzt. Jetzt mal ganz im Ernst. Der Pantrew war ja sowieso schon irgendwie immer ein Wichser zu uns, ne? Ja, Jackie verhaften lassen. Und so weiter. Ja, und jetzt kommt er einfach hier hin. Und sagt, nö, weißt du was? Die 18K ist super. Die lassen wir mal hier rumballern. Ihr könnt von mir aus alle verrecken. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für Ray gekommen, die Seiten zu wechseln. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hat nichts mehr mit Polizei zu tun. Das, was Pandrew da abzieht, ist einfach nur scheiße. Go, go, go! Okay, wir haben die nächste. Nachladen, Entschuldigung. Falsche Taste. Den Granatwerfer umgehen. Okay. Wo ist denn hier wieder ein Granatwerfer? Ach du Scheiße, der hat wirklich einen. Jetzt nicht mehr. Ha, ha. Oh, jetzt nicht mehr. Vielleicht mal in Deckung gehen, ey. Nein! Nein! Ich hab doch gesagt, ich soll in Deckung gehen! Oh, ich bin so ein Idiot! Move up! I got you covered! Hab ich den Granatwerfer? Ich denk schon. Ja. Oh, holy shit! Der war nice. Den da? Was? Wie nicht getroffen? Was? Ich hab jetzt vielleicht keine Munition mehr, ne? Ah doch, 10. 0 gelesen. So. Gehen Sie am Friedhof weiter. Ich bin dabei, Freunde. Ich bin dabei. Verdammte Scheiße, ey. The parking lot. Meine Statue. Let's see how you like it. Nein, ich wollte das Auto treffen. Nice. Okay. Okay. Wie? Ach komm. Habt ihr gerade gesehen, wie der weggespackt ist? Ich brauche jetzt eine andere Waffe. Weil irgendwo da hinten lebt noch ein Spacken. Ja, guten Tag, mein Freund. Und tschüss.
can't let this go on. We have to deal with 18K and with the police. All right. We need a plan. Where's Tu Chin? He's in seclusion. Seclusion? He's in a hotel somewhere, riding the White Tiger, that fat fuck! Perhaps you are right, Brother Lee. With Uncle Po gone, we now need a chairman who can lead us through this. Finally, you're making some sense, Chuck. I am the strongest. I am the most feared. I say I should be chairman. Perhaps temporarily, we should go with... Wait! We need to have a proper election. That is the way it has always been done. It's the Sanonyi code. Ha! You, a woman, talking of code. You should never have been allowed to be Sanonyi. But I was, and my contribution to this organization have been significant. With respect, I have to agree with Sister J. We need to restore stability and order, and that means clear thinking. We should follow our tradition. Our tradition? You've only been on Sanonyi for a short time. What do you know about our tradition? Nevertheless, Sister Jang and Brother Shen are correct. Fine. We'll have the fucking election. But I'm warning you here and now, making anyone other than me the chairman will be disastrous for Sanonyi. Everyone has a vote. Our tradition allows... Fuck the tradition! Ricky! Zao! Warum schießen mir die nicht gleich eine Kugel in den Kopf? Ganz ehrlich. Was ist das denn für eine Scheiße? Wix mal die Scheiße auf die Sanonyi-Tradition. Die Polizei hat auch keinen Bock mehr auf uns. Schön. Schön. Ganz ehrlich. Schön. 5000 Hongkong Dollar. Den Bestattungsanzug. Und dann Artikel über Wix mal Lee. Schade, ich wäre jetzt noch gerne am Friedhof gewesen. Natürlich bekommt er Albträume, natürlich. Würde ich auch. Jeder steht gegen uns. Was heißt, ja, in der Sanonyi haben wir immer noch einige Freunde. Wie die Broken Nose Young oder wie die heißt. Oder halt auch diesen... Ja. Hier läuft irgendwas Großes. Kommt so schnell wie möglich nach Northpoint, der Conroy. Okay. Der Conroy hat also irgendwas Großes. Und ja. Ja. Was wäre das denn? Ja, der Staat zurückbringen. Innere Unruhen. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Wow. Sehr viel Story jetzt. Sehr viel Scheiße abgelaufen. Wem wir überhaupt noch vertrauen können. Keine Ahnung. Mal schauen, was der Conroy von uns will. Oder ob der Conroy uns auch noch hintergeht. Wer weiß. Wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein, oder wenn ihr Story sehen wollt, im übernächsten Part. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.